Gönn dir ruhig mal feuchte Luft, sprich Inhalation. Genau, Inhalation ist saugeil. Oder halt diese, ganz oft wird mir empfohlen, dieses Dings, diese... Was ist mein Helm kaputt? Oh fuck, meine Schuhe und mein Helm sind kaputt. Oh oh. Dieser Zwiebelsaft wird mir so empfohlen. Also Zwiebeln irgendwie mit... Weiß nicht genau, was das war. Was nah dübeln oder so. Ja, fuck mal. Oh, Chestplate, ja, stimmt schon. Ich sollte Chestplate auf jeden Fall reparieren, da habt ihr recht. Jetzt habe ich ja so viel Level. Eigentlich sollte ich gucken, ob ich verzaubern kann. Mit Level 26 fange ich jetzt nicht an zu reparieren, oder? Einmal Drogen rauchen. Ja, ich weiß nicht, ob Kiffen hilft, wenn man Husten hat. Wer sagt nein? Jemand gestorben bis jetzt? Ja, 3 Tode haben wir leider. Und zwar ein richtig krasse Tode. Wir waren auf Schatzsuche. Und sind bei der Schatzsuche beide gestorben auf der Insel und wurden nachts, also wir haben den Schatz gefunden und wurden nachts von Harpien angegriffen auf dieser Insel, während es geregnet hat und die haben uns gekillt. Und dann mussten wir komplett wieder zurück. Also mich haben die Harpien nicht erwischt. Ich bin einfach nur ersoffen. Ach stimmt, du bist ertrunken. Boah, 7 Level kostet das. Holy shit. Das ist zu teuer. Das kann ich nicht machen. Das muss ich später machen. Das heißt, wir verzaubern jetzt erstmal. Haben wir hier einen... So, wir machen uns erstmal Schuhe. Bumm. Und einen Helm. So, dann... Und einen Bogen. Ich muss auch einen Bogen machen, um meinen Bogen dann zu reparieren. Okay, also, warte. Ja, wir haben eine Waffenkiste, das sind noch Bögen, glaube ich. Andi, haben wir noch mehr Lapis Lazuli? Glaube nicht. Aber ich habe voll viel mitgebracht, der liegt dann draußen wahrscheinlich. Shit. Respiration. Oh, Protection 3 auf einem Helm. Holy shit, das ist geil. Feather Falling 4. Oh. Oh. Oh, Leute. Fuck, ich werd geil. Okay, wir machen erstmal. Ich glaub, was ist besser? Feather Falling 4 oder Protection 3? Protection 3, oder? Ja, normalerweise schon. Aber das eine Mal, wenn man dann in den Tod stürzt, dann wünschte man sich, man hätte Feather Falling. Feather Falling ist so nice. Ja, Feather Falling ist echt nice. Das stimmt schon. Ah, komm, Feather Falling finden wir so schnell nicht mehr wieder. Also, das vor allem Feather Falling 4 für 2 Level nur. Das ist halt ultra krass. Wow, und jetzt haben wir Protection 3 auf Level 30. Okay. So, dann, was haben wir noch? Lassen wir mal hier. Oh, ich hab Lapis. Lapis. Nice. So, warte, was kann ich noch verzaubern? Ich sollte eine Pickaxe mir mal ansehen, ob ich eine Pickaxe verzaubern kann. Und was noch? Wo ist eigentlich meine alte geile Angel? Habe ich die noch? Die müsste irgendwo sein, ja. Ich glaube in der wertvollen Kiste. Über der Crap-Kiste.
Ey, wie geil der Rüstungsständer aussieht. Voll gut. So. Gucken wir mal. Power Unbreaking, Unbreaking. Okay. nein, das will ich nicht. Oh, Andi, ich habe Fortune 1 auf einer Pickaxe. Ich habe ja Fortune 2. Ach so, aber kann man die nicht verbinden? Weiß nicht, eine 1er und eine 1er zu einer 2 und dann 2 2er zu einer 3er? Ja, genau sowas. So war das, glaube ich, ne? Ist gerade Tag, dass die ganze Damage bekommen? Aber wie verzaubern wir dann Eisenspitzhacken so? Weil eigentlich hätte ich gerne eine Dia-Pickaxe mit Fortune 3 oder so. Ja, hätte ich auch am liebsten eigentlich. Aber die Eisen-Pickaxe kann man immer wieder reparieren, Andi. Aber ja, eigentlich schon. Boah, Power 2. Unser Verzauberungstisch geht nur bis 28, oder? Kann das sein? Kannst du noch mal ah, stimmt, der geht, glaube ich, echt nur bis 28. Stellen? Scheiße. Was ist denn Loyalty? Geil, dann habe ich vielleicht echt Fortune 3, dann habe ich nicht getäuscht. Stimmt, das kann sein, ja. Das heißt, wir müssen hier noch ein Dings hinbauen, noch ein Regal. Aber wo baue ich das hin? Kann ich die da hinbauen, Chat? Nee, ne? Wir müssen eins hier vorne hinbauen, oder? Oder zählt das da dazu? Warte mal. Ja, natürlich zählt das dazu. So. Jetzt geht er bis 30. Nee, das ist nicht interessant. Okay, dann repariere ich jetzt für meine Level. Also, wir reparieren unseren Bogen zuerst. 5, Alter, wie teuer das ist. Dann das. 7, boah. Ich droppe die Level. Ey, mit dir hättest du nicht eigentlich auch mal Bock, was mit Redstone zu bauen? Ja, ich finde Redstone ziemlich geil, aber da fuchst du. Also, ich glaube, wenn ich jetzt mit Redstone anfange, ne? Dann wird es hier so ein. Dann wird es so ein Factorio-Stream, wo ich die ganze Zeit nur irgendwo draufglotze und 1000 Stunden überlege, wie das funktioniert und dann baue ich es und probiere aus und so. Ich glaube, das wäre dann noch krasser, also noch schwerer zum Zusehen, aber ich finde Redstone absolut geil. Also, so einfache Sachen können wir bauen. Aber komplexe Sachen wird schwierig. Ja gut, dann mach mal irgendwas Einfaches. Autofarm mit Redstone. Autofarm geht ja nicht so richtig gut. Also wir können so eine Farm machen, die halt mit Wasser überspült wird, mit so Pistons. Dass man einmal Knopf drückt und dann wird die ganze Farm leergespült. Und dann können wir alles, was da war, sammeln. Das könnte ich machen, da hätte ich Bock drauf. Aber anpflanzen müssen wir trotzdem selbst. Lohnt sich nicht wirklich. Weil wir brauchen nicht mehr wirklich eine krasse Farm, oder? Ja, wir müssen halt die Tiere füttern die ganze Zeit, aber es geht halt so schnell. So, warte mal. Mal jetzt die Schuhe an. Oh, ich muss meine Hose auch reparieren. Aber obwohl die Hose. Tiere füttern kann man sich das sparen. Bitte, was sagst durch du? Durch den Dispenser oder so? Kann man sich das Tiere füttern sparen durch Dispenser oder so? Nee, das geht glaube ich nicht. Die müssen per Hand gefüttert werden. Okay. Vor Wochen habe ich das letzte Mal Dark Souls 3 hier gesehen.
war halt schlecht für mich, wenn ich 22, 23 Uhr arbeite und Matteo nur bis 0 Uhr Dark Souls 3 spielt. Aber Dark Souls 3 wurde komplett hochgeladen auf den Community-Kanal. Schau da mal rein. Also du kannst auch direkt die Sachen im VOD rein nachholen. Du kannst aber auch im Community-Channel auf YouTube, da gibt es eine Playlist, kann man ganz gechillt einfach laufen lassen nebenbei. Also Dark Souls 3 habe ich abgeschlossen komplett. Kannst aber auch bis zum 22. März 2019 warten. Warum ist da der Release von Sekiro? Da geht's nämlich weiter. Man kann mit Eiern Dispenser werfen, das stimmt. So, okay. Also, dann schauen wir weiter. Irgendwas wollte ich noch bauen. Ah genau, ich wollte eine Hose bauen. Ich brauche nämlich eine neue Hose. Das hätte ich vorher mal schauen sollen. Was sagst du, Andi? Ob du deine Angel gefunden hast. Ich habe noch nicht geguckt, aber mache ich gleich dann mal. Oh, Protection 1, nehme ich direkt. Protection 2 auf dem ersten Level. Oh mein Gott, was ist denn das für eine geile Was geht denn hier ab? Was haben wir hier noch? Efficiency, Sharpness, Sharpness, Power, Efficiency. Okay, ist uninteressant. Machen wir weg. Sharpness, irgendwas Sharpness und Sharpness. Okay. Hey, ich glaub, allmählich sind wir tatsächlich auch ganz gut sortiert. Oh, Andi, ey, das finde ich so nice, dass du das hier gebaut hast. Das ist so ein geiles Lager. Das ist halt einfach der Traum. Super geil. Okay, ich versuche mich mal, also mal ganz kurz. Genau, da ist mal eine geile Fishing Rod, die nehme ich mit. Dann haben wir eine Schätze. Ich mache mal in die Schätzekiste unsere 5 Enderperlen rein. Und ich ziehe mal meine Rüstung an. Was habe ich hier? Feather Falling. Geiler Helm. Boom. Okay, Rüstung ist schon mal nice. Ich habe gar kein gutes Schwert, fällt mir gerade auf. Hatte ich nicht mal ein Diamantschwert? Ja, das ist es doch. Knockback und Sharpness. Nice. Wir haben übrigens Karotten, Kartoffeln und Kürbisse. Kürbisse? Ah, ja, stimmt. Ja, die habe ich schon alle angebaut. Also ich habe draußen habe ich Karotten angebaut. Damit fütter ich schon die Schweine und Getreide. Okay. Wie werde ich jetzt noch Level 30? Vor allem muss ich eh Dias finden. Ich mache jetzt so oder so Bergbau. Ah, und ich mache noch Stufen. Seke ist mit dem Husten, ja, ich weiß, aber ich hoffe, also ich merke ja, wie es besser wird. Es ist echt nur, wenn ich super lang streame und super lang rede, dann wird es wieder schlimmer. Aber wie gesagt, ich glaube, mit der Zeit geht es von selbst weg einfach. Ich muss es einfach aussitzen und mich auch wirklich ein bisschen schonen. Also so jetzt zum Beispiel, morgen habe ich ja frei und Samstag auch. Da werde ich einfach die ganze Zeit im Bett liegen und irgendwas viel trinken, viel Tee trinken und sowas. Keine Ahnung, vielleicht Knoblauch oder Zwiebeln oder so mir reinballern. So. Dann. Mal kurz angeln. Mit Inventar leer. Das kann ich wegwerfen. Pur Ingwer ballert auch. Ich esse tatsächlich seit 3 Wochen, also ich esse den nicht, sondern ich mache mir Ingwer-Tee mit frischem Ingwer. Ich liebe das, schmeckt auch voll geil. Also ich kaufe mir mal Ingwer, schnibbel den klein, hau kochendes Wasser drüber. Finde ich voll lecker. Ich esse auch Ingwer so voll gern, also den parfümierten, den es bei Sushi immer dabei gibt. Okay, ich angel nicht mehr. Hast du zufällig XP über, um mir eine geile Spitzhacke zu machen? Ich habe 9 Level.
Also wenn du zufällig irgendwie meine machst, wäre geil. Ja, aber eine aus Eisen, oder was? Eisen, ja. Wir haben Container. Warte mal, ich guck mal. Das Ding ist, ich kann nicht mehr so viel krass viele XP farmen, weil ich, weil wir keine riesen Tierfarm mehr haben. Mhm. Aber ich könnte nochmal eine große Tierfarm anlegen und dann einfach, weißt du? Ja. Okay, dann machen wir es mal so. Also. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, langfristig ist es auch. Oh mein Gott. Was? Machst du? Oh, uns sind gerade fast alle Schweine abgehauen. Ich habe das Schweinchen an der Angel. Schön Kürbissuppe aus mit Ingwer und Kokosmilch. Geht gut. Klingt auch ganz lecker. Boah, Kokosmilch habe ich vor kurzem zum ersten Mal reingetrunken. Das hat ja ultra kacke geschmeckt. Das war ja die allergrößte Höllenflüssigkeit ever. Ja, gut, aber die trinken wir auch nicht pur. Das ist irgendwie. Lol. Okay, mein Aim ist RIP. Oh, Andi, wir haben schon nach 4. Holy shit, ey. Ich bin immer noch hooked. Oh, da ist ein Dings. Da ist ein Enderman. Den snack ich mir. Huhu. Wieder eine Perle, Andi. Holy shit. Nice. Voll geil. Was fangen wir dann nochmal mit denen an? Da irgendwas craftet man und macht ein Portal oder so? Ja, also man muss die erstmal benutzen, damit man Stronghold findet. Das sind diese unterirdischen Festungen, in denen es diese Portale gibt. Mhm. Und, oh, warte mal, da ist noch einer. Also das kann ich nicht, aber... Oh, oh. Okay, jetzt wird's. Okay, Leute. Sterbe ich jetzt? Nee. Nice, Grasblöcke und eine Silk Touch. Stimmt, der hat mir Grasblöcke gebracht. Weil es regnet, greift er mich jetzt nicht mehr an. Okay, der greift mich aber an. Fuck, Mann. Wozu sind eigentlich diese anderen Gesteinssorten da? Was meinst du? Es gibt ja irgendwie so dieses, das ist Diorit, Granit, Andesit. Also ich denke einfach nur, damit man verschiedene Dings hat. Verschiedene, also verschiedene Bausubstanzen. Ich glaube nicht, dass sie irgendeinen Zweck haben. Oh, noch eine Perle. Leck mich am Arsch. Also mich gerade ein bisschen wundert, warum haben wir keine Harpien? Hm.
Ach, oh, übrigens, wir haben immer noch nicht geschlafen. Stimmt. Weil wir keine Betten haben. Ja, keine Schafe. Warte mal, hattest du nicht was von einem großen Schaf erzählt? Oh! Boah, fuck, da war noch ein zweiter, den ich getriggert hatte. Ich hab's nur verrafft. Oh, fuck, das war knapp. Mann, oh Mann, ey. Hast du eigentlich 2001 gesehen? Nee. Wenn du mal Bock hast, dich zu langweilen, mach das mal, weil gegen Ende ist nicht so langweilig. Alles geil. Okay. Ja, hab ich schon oft gehört, dass man den halt gesehen haben muss eigentlich, aber konnte mich bisher noch nicht dazu überwinden. Hä? Warum prallen die Pfeile an dem ab? Magst du vielleicht gleich mal gucken, ob du eventuell eine nice Spitzhacke machen könntest? Oh, Andi, ganz kurz. Was kann ich machen? Eine Spitzhacke vielleicht? Ja, gleich. Ich level hier gerade ein bisschen, dann kann ich eine Spitzhacke bauen. Okay. Oh, jetzt kommen die Harpien, fuck. Oh, fuck. Kommen die zu dir oder zu mir? Oh, nee. Zu mir. Das sind zwei Creeper. Drei oder so. Oh Gott. Nee. I'm out of here. Ohne mich. Okay. Okay. Geil. Mann, ich habe lange nichts mehr verprügelt. Das macht immer wieder Spaß. Eieiei. Sieht so aus wie eine One-Shot-Waffe in Minecraft. Ja, wenn du einen richtig starken Bogen hast, aber. Eine hängt hier am Baum. Die ist tot. Fuck, sorry. Was, man fällt im Arsch? Oh, fuck. Toll. Ja, nee. Nicht im Feld.
Noch zwei HP, ja? Aber die verbrennen jetzt eh. Ja. Die ist tot. Shroud is proud. Ich will gerne mal Shroud in PUBG, in Minecraft sehen, ey. Jens könnte ich ja morgen fragen, wenn er der Hippen war. Stimmt. Gott. So, ich bitte um einen Spitzhacke. Ja. Soll ich brennen? Und Betten vielleicht noch. Hast du schon Wolle? Nee, Wolle habe ich nicht. Das war noch irgendwo Schafe, oder nicht? Ich habe keine Wolle, Andi. Ich habe Schafe gesehen. Habe ich die gekillt? Ich hoffe nicht. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ganz kurz die Schafe die Dings füttern. Was mache ich eigentlich? Warum pflanze ich das neu? Das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht neu pflanzen. So, das heißt, wir füttern erstmal. Weißt du noch, wo du die Schafe gesehen hast? Ja, die sind hinten um die Ecke. Also wenn du jetzt Richtung... Ah, ich glaube, ich sehe eins sogar schon. Was, echt? Ich bin einfach über den Berg. Ja, war schon ein ganz Schafe. Stück weg, aber... Soll ich die killen? Oder warte... Da waren rosa Schafe und weiß... Ja, ja. Also die Schafe eh nicht, ist ja egal. Tatsache, ein rosa Schaf. Ja. New Recipes unlocked durch das rosa Schaf. Was, echt jetzt? Es gibt verzauberte Pfeile? Nee, aber die Pfeile werden durch den Bogen verzaubert. Was meinst du gerade, Andi? Vielleicht auch einfach nur, weil es das dritte Schaf war, das ich geschoren habe. Stimmt. Oder ja. So, keine Ahnung. Das kann sein. Wie kann man Schafe anlocken? Auch mit Heu, oder? Keine Ahnung. Ihr müsst nur noch 45 Minuten Minecraft spielen, dann habt ihr die drei Tode schon wieder weg. Ach stimmt, wir können ja vorarbeiten, Andi. Sollen wir? Ja klar, das heißt einfach nur drei Minuten länger. Ey, was meinst du? Bist du abgehackt immer ein bisschen? Ich meinte, es heißt ja nur 30 Minuten länger. Und wir haben ja nur gesagt, wir müssen das halt nicht am selben Tag machen, sondern erst beim nächsten Mal. Also wir können die schon die drei Tode abarbeiten noch direkt. Okay, nice. Ich meine... Ey, dann vielleicht schaffen wir es dann noch in der Zeit, wenn wir uns beeilen. Also wenn du mir jetzt eine geile Spitzhacke machst. Ja, mach ich jetzt. Farm ich krass nach Diamanten und Level bis Level 30. Dann haben wir eine krasse Dia-Pickaxe. Dann hole ich noch die ganzen Diamanten und wir sind super geared fürs nächste Mal. Oh yeah, das klingt gut. Aber ich kann keine... Also eine richtig krasse Pickaxe kann ich nicht machen, weil... Nee, muss nicht super krass sein, aber wenn du deine Level da rein dump willst, dass ich schneller Dias finde und so, wäre geil. Ja, warte. Ich probiere mal direkt aus. Also hier. Und da. Unbreaking Efficiency, Efficiency. Nee. Habe ich ein Buch vielleicht mit Fortune? Hast du mal deine Dings dir angesehen? Deine. Ja, ich will ja nicht verzaubern, weil ich Fortune 3 habe. Ach, du hast Fortune 3?
Ja, das 2 war nur, weil ach es nicht, so, gibt's eine Möglichkeit wie... Okay, dann müssen wir einfach deine Level hochballern. Dann müssen wir deine Level hochballern einfach. Und wir müssen Dias finden. Was? Und beides geht mit Pickaxe. Also ich brauche Level 30 und noch 5 Level und ich brauche Dias. Was für ein Level bist du gerade? 25. Hä, dann... Andi, ich habe 16 Level. Die können, kann ich mich... Wenn ich mich kille, ist dumm. Ich mache einfach super schnell... Mache ich eine riesige Schweinefarm. Du schlachtest die alle ab und dann aber haben wir das. Wir brauchen auch Dias. Ich brauche jetzt eine Pickaxe, bitte. Ach so. Machen wir irgendeine Efficiency-Pickaxe. Ja, aber ich hab keine Dias. Ich habe eine Pickaxe. Ich habe eine Fortune 1-Pickaxe. Willst du die haben? Nimm die doch einfach. Pickaxe für ha? Dias. Matteo, hör mir doch zu. Ja, ich weiß. Also, Andi, guck mal. Du brauchst eine Fortune Pickaxe, um nein, die Dias abzubauen. Aber du brauchst erstmal überhaupt eine Pickaxe. Ich brauche von dir ein paar Eisenspitzhacken, nach Möglichkeit mit Efficiency, damit ich schnell Dias finde. Und ach dann, so, dann nimm doch wenn einfach... Wenn ich gleichzeitig auch beim Dias-Suchen Level 30 geworden bin, dann habe ich automatisch... Nimm einfach die, weil die ist einfach wie eine effiziente Eisen-Pickaxe. Und die hat Fortune 1, da findest du mehr Metall und sowas. Aber kann ich nicht eine Efficiency... Ich hab doch gerade eben geguckt, Andi. Ich hab doch keine Efficiency-Verzauberung. Ah ne, warte mal, doch. Ach so. Wir haben die doch vielleicht noch... meintest du doch gerade. Warte mal, die sind noch in den Büchern drin. Warte mal. Sharpness. Efficiency, ja, hier sind die doch. Wir haben zweimal Efficiency... Ja, das mache ich jetzt schnell. Ich mache den ultra krasse. Ich wusste nicht, dass wir die Bücher haben, die das machen. So, Achtung, pass auf. Andi, ich mach dir die übelste Super-Pickaxe jetzt. Okay. Boom. Efficiency 3. Boom. Okay. Hier, Efficiency 3. Geil, danke. Kann ich meine Dings wieder haben? Oder brauchst du die? Was? Die Dia-Pickaxe. Oder du kannst die benutzen, um dann die Ores abzubauen, dann kriegst du mehr Ores raus. Und hast du gerade mit einem Buch die Eisen-Pickaxe verzaubert? Ja. Dann hätten wir auch die Dia-Pickaxe verzaubern können. Ja, aber nur mit Efficiency. Da ist doch... Hä? Du meinst die Fortune-Pickaxe, oder was? Eine neue Pickaxe für Fortune 3. Nochmal was? Dann, ach, egal. Ja, aber guck mal, die Fortune-Pickaxe... Oh. Keine Ahnung. Ist doch egal. Egal, ist zu spät. War gerade 15 Minuten weg. Was ist alles passiert? Nix. In 15 Minuten passiert in Minecraft nix. Außer wir haben was verzaubert, was vielleicht nicht so smart war, aber vielleicht auch doch. Und wir haben 10.000 Zombies gekillt. Und ich baue jetzt die größte Schweinefarm, die Minecraft jemals gesehen hat. Ja, weiter einfach dieses Gehege hier, oder? Aber nach da. Ah ja, und Betten. Ich baue noch Betten. Shit, ich habe zu viel Crap dabei. Nur halt noch keine Schlafplätze. Warte mal, jetzt brauche ich. So. Basti meint Matteo, die Streamerin Milchbaum, die Milchbaum, die du bei Millionär rausgesucht hast, ist voll die lustige Frau. Ja, total. Jo. Ich kenne die ja vom Wahl. Die ist voll witzig. Also wirklich. Ich finde die auch voll sympathisch. Aber Milchbaum mit SCH, also ist falsch geschrieben. So wie ich immer Milch ausspreche, so ist sie geschrieben.
Ich war gerade verwirrt. Ich dachte auch, dass so ist. Aber egal. So, hier ist Lapis Lazuli. Ist Maurice noch da? Ne, ich glaube nicht. Ich habe Maurice gefragt, was er machen kann für einen gesünderen Lebensstil. Habe ich gesagt, Maurice, schlafe ordentlich. Ich glaube, seitdem versucht er wirklich immer ordentlich lang zu schlafen. Also mindestens so 7 Stunden oder so. Wie lang schläfst du immer so, Andi? Ziemlich lang. Ich glaube eher so 8 bis 9. Ja, manchmal, cool. Also manchmal, wenn ich irgendwie super fertig bin, dann länger. Aber ich glaube 8 bis 9 ist normal für mich. Ich habe heute kürzer geschlafen. Ich glaube 7. Normalerweise schlafe ich immer wirklich 7,5 und dann bin ich, dann mache ich von selbst auf. Ich habe das irgendwie manchmal, dass ich irgendwie, keine Ahnung, dass mein Schlafrhythmus irgendwie so ist, dass ich halt erst so früher mittags oder so aufwache. Und dann ist halt schon irgendwie Lärm so und Mitbewohner machen irgendwie Sachen, Staubsaugen oder so und irgendwie wacht man immer so ein bisschen auf. Ja, ich weiß, was du meinst. So super unerholsamen Schlaf und dann zögert sich das immer weiter hinaus, bis man irgendwie wach ist und aufsteht. Ja, das ist richtig kacke. Das mag ich auch nicht. Wenn ich von irgendwie von Lärm aufwache und dann so... Und dann bist du aus dieser Tiefschlafphase halt raus und du kommst dann nicht mehr ganz rein und du hast dann immer nur so diesen unruhigen Schlaf, wo du immer wieder aufwachst und irgendwann denkst du dir, ach scheiße, fuck it, ey. Aber Schlafen ist super wichtig, Leute. Schlaft. Normal penne ich so 10 bis 11 Stunden. Okay, krass. Aber zur Arbeit halt nur 5 bis 6. Oh. Das ist, ich glaube, auf Dauer ist 5 bis 6 echt nicht so gut. Da muss man dann versuchen, irgendwie sich dann doch die Zeit zu nehmen. Ich weiß, oh, Papien! Ich weiß, super schwer. Also, gerade, ich kenne das ja selbst. Nice. Rest in peace. Rest in peace. Rest in peace. Alter, 4 Hits auf dem Fliegenden. 5 Hits. Wow. Shroud ist wieder im Game. Ich bin der Minecraft-Shroud. Also wenn man jünger ist, dann kann man das auf jeden Fall noch ab, mit dem weniger schlafen. Aber ich bin inzwischen in einem Alter, ich finde Schlafen so geil. Schlafen ist so richtig geil. Ich bin in einem Alter, ich finde Schlafen so geil. Ja, früher habe ich die Wochenenden halt so teilweise so durchgemacht, so voll kurz gepennt. Dann war es mir auch scheißegal, aufgewacht, direkt wieder Party, Party, Party. Wie alt bist du? Schätz mal, wie alt ich bin, wenn du es nicht weißt. Was würdest du schätzen, wie alt ich bin? 8 bis 9 Stunden schon perfekt. Ja, also 8 bis 9 Stunden ist schon nice. Das ist halt, wenn es gut läuft. Also es ist, glaube ich, bei mir halt leider irgendwie echt oft, dass ich so irgendwie ungestörten Schlaf habe. Es ist selten, dass ich ungestörten Schlaf habe, so rum. Ach so. Naja, halt 42, denke ich. Ach so. Nee. 34 bin ich. Voll alt. Was ist eigentlich passiert, dass du das Meme aufgegeben hast? Es ist ja geleakt. Als wir die Körperfettmessung gemacht haben, habe ich da mein Alter eingegeben und irgendwie war dann der Bildschirm abgegriffen oder wurde angezeigt und dann hat man es gesehen. Und dann dachte ich, ach, jetzt auch keinen Bock mehr. Also das Meme war witzig, solange es ein Meme war, aber wenn man es halt jetzt einfach weiß und dann einfach so was anderes zu behaupten, finde ich doof. Ja. Ich sehe noch keine Diamanten leider. Ich
theoretisch, wenn du machst, könntest du auch Bergbau machen. Oh, hab ihr. Oh, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Muss doch nicht. Boah, eine Spinne und Harpien. Okay, das ist jetzt, jetzt bin ich RIP. Was glaubst du, wie alt werden Leute, die in deinem Geburtsjahr geboren sind, durchschnittlich, und wie alt wirst du? So, natürlich. Jetzt, ich will jetzt nicht wissen, ob du glaubst, dass du von einem Bus überfahren wirst. Ich glaube nicht, dass sich zu meinem Geburtsjahr, zu deinem Geburtsjahr so viel ändern wird. Die durchschnittliche Lebenserwartung, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Was glaubst du, wie alt werden so Leute, deine Generation? Keine Ahnung, so auch nicht viel älter. Ich würde auch so sagen, so 80. Keine Ahnung. Also im Schnitt. Glaubst du nicht, dass irgendwie in der Forschung sich irgendwas tut, dass man da irgendwie das Zellen nicht mehr so sterben? Ja, sagt man ja schon, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher so, wir sind so die letzte Generation, die normal alt wird. Ich könnte mir vorstellen, so wenn wir irgendwie so 60, 70 sind, dass dann irgendwie allmählich so irgendwie so biologischer Hacking-Kram normal wird, dass wir dann einfach permanent alte Säcke sind und alle anderen für immer jung bleiben. Problem ist, wenn keiner mehr stirbt, dann geht die, geht die Gesellschaft, glaube ich, kaputt, so wie wir sie kennen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht könnte halt auch ganz nice sein. Ich sterbe! Dass man irgendwie. Wir haben immer noch keine Betten. Haben wir Betten? Was? Ja, wir haben Betten. Im Keller. Lol, ein Mann, der sein Alter nicht preisgibt. Ja, es war halt ein Joke, es war halt ein Meme. Also mir ist mein Alter auch egal. Nur es war halt, irgendwann war es halt so ein Joke, dass wir irgendwann immer gesagt haben, ich glaube, es hat bei Medal of Honor sogar angefangen, oder? Weiß nicht, war so ein super altes Meme, dass ich 42 bin. What? Oh. Gott, der Rechtsklick. Man muss ja rechtsklicken. Man muss ja rechtsklicken, um den Pfeil zu ziehen. Und ich war über der Kiste, als ich es gedrückt habe. Dann habe ich die ganze Zeit die Kiste angewählt. Das war richtig schlecht. Also richtig kritisch. Alter ist doch unwichtig, man soll sein Leben genießen. Ja, genau. Also, das sehe ich auch immer so. Man sollte einfach. Also, über das Alter nachzudenken, hat nie Vorteile. Es schränkt einen immer nur ein. Und stell dir mal vor. Außer man ist 60 und fängt an, Kinder zu kriegen, und dann hat man irgendwie Schwierigkeiten. Ja, okay, alles klar, okay, ja, okay, wenn man irgendwie so, keine Ahnung, wenn man fahrlässig handelt schon, aber so zu denken so, ah, oh, ich bin zu alt für, keine Ahnung, oder ich fühle mich zu alt, also man sollte sich halt einfach immer, keine Ahnung, man soll einfach machen, was man will. Man ist so alt, beziehungsweise jung, wie man sich fühlt, ja, also in dem Spruch ist schon ein bisschen was dran, wahrscheinlich nicht 100 Pro, aber... Gut, so das. Also zum Beispiel, wenn man 50 ist und sagt, ich fühle mich eigentlich, als wäre ich 30, dann ist man trotzdem 50, weil man einfach andere Erfahrungen hat und so. Und so zu tun und irgendwie 30-jährig zu imitieren, wäre dann weird. Ja, und vor allem so, ich finde, ja, oh fuck! Man soll sich halt nicht einschränken lassen von seinem Alter. Die ganze Zeit am Sterben, ey.
Genau. Und auch dieses, ich fühle mich wie 30. Vielleicht hat sich die Person aber, als sie 30 war, so gefühlt wie andere Leute mit 70. Und andere Leute mit 70 haben sich mit 15 so gefühlt wie andere mit 25. Ja. Was sagt uns das? Keine Ahnung. Halt. Oh, ich finde keine Dias. Willst du vielleicht auch suchen? Ich glaube, dann würde ich eher. Ich glaube, dann würde ich eher aufhören. Weil jetzt zu meinen, da werde ich, glaube ich, nicht unbedingt fitter. Okay. Also ich kann jetzt meinen, auf jeden Fall, aber dann. Ich halte mich gerade wach mit diesen MLG-Shots hier die ganze Zeit. Wie lange müssen wir noch machen, bis wir die ganze Zeit abgearbeitet haben? Das sind 1,5 Stunden plus. Das heißt, also streng genommen 3.30 Uhr. Wir haben ein bisschen später angefangen. Wir sagen trotzdem mal 3.30 Uhr bis 5. Das sind 15 Minuten? Ja, eine halbe Stunde noch. Nee, 25 Minuten? 25 Minuten. Ja, halbe Stunde packen wir noch. Oder Chat. Chat schläft. Ja, aber ich will in der halben Stunde noch Dias finden und krass abdieren. Matteo, vielleicht hilfst du Andi mal ständig rumzuballern. Matteo, muss tun als Feind. Ja, okay, ich kann auch helfen. Na gut, dann meinen wir jetzt. Einen finde ich auch chillig, aber ist halt chillig. Okay, ich baue eine Pickaxe, Andi. Gib mir eine Pickaxe, bin die Mine-Maschine. Wollen wir so einen Mining-Tunnel machen, wo du gerade ausgräbst und ich mache Probebohrungen? Können wir machen. Also du kannst eigentlich überall, wo ich war, Probebohrungen machen. Okay, geil. Nur, dass ich bisher immer so mit 2 Abstand gemacht habe, also macht es nicht überall Sinn. halbe Stunde, ich habe gerade eingeschaltet, das verdient einen 24-Stunden-Stream. Alter, was? Das Geile ist, wenn wir um 5 Uhr Leute raiden, dann werden schon wieder die ersten wach vielleicht. Meinst du, es gibt Leute, die fangen ihren Stream um 5 Uhr morgens an? Boah, ich weiß nicht. Wer würde sowas machen? Ja, Leute, die irgendwie berufstätig sind, aber so ganz komische Schichten haben. Und die einfach keine andere Möglichkeit haben. Oder irgendwie, bevor die Kinder zur Schule gehen, haben die ein bisschen Zeit und die streamen so von 5 bis 7 oder so. Sowas? Hm. Ja, gibt's. So Casey Neistat. Ja, okay, also andere Zeitzone. Achso, ja, stimmt. Casey, ja, stimmt. Ah, richtiger Quatsch, dieses Video. Das ist halt auch der Grund, warum er einfach aussieht wie 50 und aber eigentlich 37 ist. Ich weiß nicht, aber der sieht auch grundsätzlich irgendwie ein bisschen eigen aus und weiß ja nicht. Aber der sieht auch alt aus. Also der sieht ein bisschen eigen aus und der sieht aber auch alt aus. Aber der läuft halt auch irgendwie jeden Tag 10 Meilen. Ich glaube, das zieht einem irgendwie auch so das Fett aus dem Gesicht, dass man irgendwie fertig aussieht. Ja, das stimmt schon, aber also dann ist die Frage, ist es das wert? Ja, nee. Für mich, keine Ahnung, auf mich wirkt das einfach nur wie reiner Stress, sein Leben. Ja. Und ich weiß auch nicht, was der macht irgendwie. Was macht er denn? Der macht YouTube-Videos und sonst? Ja, der hat eigentlich eine eigene Firma, also der ist selbstständig, hat eine. Der macht, hat früher war, wollte mal Filme machen, aber der war auch eine andere Firma, ich glaube so Software irgendwas. So, er hat eine App rausgebracht vor längerer Zeit und so, keine Ahnung. Aber irgendwie in seinen Videos geht es irgendwie so viel um, ich bin krass produktiv, ich habe die krasseste Moral
einmal die Woche esse ich vielleicht ein Stück Pizza, weil ich einfach der krasseste New Yorker bin. Aber sonst bin ich die ganze Zeit nur am Laufen und durch die Gegend skaten und ich bin super produktiv und stehe früh auf. Ja, aber ich. Was macht er denn? Ich sehe die ganze Zeit nur YouTube-Videos. Ich weiß es nicht genau. Irgendwie ist er halt auch nicht so der Typ, wo ich mir vorstellen kann, dass der irgendwie so in Meetings sitzt und produktiv ist. Ich sehe ihn die ganze Zeit nur rumhampeln. Ich bin eh kein Fan von, also ich finde ihn nicht interessant oder so erstrebenswert vom Lebensstil her oder so oder cool. Er macht coole Videos auf jeden Fall, die sehen cool aus. Aber das. Ja. Reicht ja auch. Also, mehr muss er ja auch nicht machen. Meetings sind produktiv, ist mir neu. Ja, keine Ahnung. Kann also, wenn man es übertreibt mit Meetings, nicht unbedingt, dann verlieren die an Effektivität. Und also ich hatte schon sehr, sehr viele sehr unproduktive Meetings. Aber ich hatte ja auch schon super viele Meetings, die einfach super wichtig sind. Ja. Also eigentlich in der Regel ist jedes Meeting wichtig. Irgendwas wird da immer besprochen, was halt wirklich besprochen werden muss. Also ich finde es auch besser, wenn man einen Haufen Meetings hat, die überflüssig sind und dann hat man nicht wenigstens eine Chance gehabt, irgendwie sich auszutauschen, auch wenn es nicht so wichtig ist, als dass man zu wenige hat und dann irgendwie Sachen sich nicht sagt, die eigentlich sinnvoll gewesen wären und so. Ja. Also gerade bei unseren Meetings habe ich schon das Gefühl, ich will da ich will die Meetings auch, weißt du, nicht in so einer großen, wie man so, wenn man in so einer großen Firma ist und sagt, ah, ist wieder ein Meeting und dann schwatzt einer irgendeinem das Ohr ab von einem Thema, auf das du eh keinen Bock hast, was dich eh nicht interessiert oder so oder was dich beziehungsweise auch gar nicht richtig betrifft. Und aber bei uns ist halt anders, weil bei uns kann jeder überall seinen Senf dazugeben und weil wir halt so klein sind und jeder irgendwie alles so ein bisschen mit beeinflusst, machen die Meetings bei uns total Sinn, finde ich. Wollte auch nicht sagen, dass die nicht wichtig sind, aber man produziert dabei keinen Wert. Man trifft doch nur Absprachen und tauscht Infos aus. Ja, das stimmt. Aber das gehört dazu, um Wert zu generieren. Genau, also das ist, bedarf ja Kommunikation oder Organisation, um erstmal die Produktion zu starten. Man kann ja, also wenn man halt nur eine Ein-Mann-Armee ist, dann schon. Aber sobald mehrere Leute zusammenarbeiten, muss man ja kommunizieren. Und dazu sind dann Meetings halt notwendig. Seit wann sagt man nicht Meetings? Ja, das finde ich auch komisch, weil so, das hat ganz früher bei Bondra, dann, ja, wir haben Meetings und so, ja, hey, wie, und dann, ja, wir reden einfach nur miteinander. Also ganz normal einfach über Sachen reden, aber Meetings ist einfach nur so zu einem festen Termin. Hört sich halt so wichtig an irgendwie, aber was ja, ist es aber, ja genau, es hört sich halt so an, so, oh krass, ich war heute in 7 Meetings und dann so einfach, ja, wir hatten einfach ein Hangout oder ein Call und haben einfach über Sachen geredet, so. Ja. Also, ja. Vor einer Weile haben wir uns ja im Random Channel Videos von so einem Typ mit einem Bowlcut geschickt, der irgendwie komische Musik macht und auf dem Roller durch die Gegend cruist. Oh ja, der war geil. Und von dem habe ich mir auch, also der war in einem Video von einem anderen YouTuber, der so eine Art Behind-the-Scenes-Making-of gemacht hat, wo er so den kreativen Prozess zeigt und so und das, keine Ahnung, er steht halt irgendwie im Aufzug und sagt so, hallo, heute nehme ich mir euch mal mit, wir haben gleich ein Meeting mit dem Dude. Dann zeige ich euch mal den Tag, was wir so machen in dem Meeting. Das Meeting ist einfach, 3 Leute sitzen in einem Whirlpool und erzählen sich Gags. Ja, aber das ist auch ein Meeting. Also Mieten ist ja einfach treffen. Ja, vor allem wenn du ein Meeting machst, um ein lustiges Video zu machen, dann musst du auch irgendwie eine Atmosphäre schaffen oder irgendwie dich treffen und Quatsch erzählen. Und dann merkst du den Quatsch und machst ein Video draus. Ja. Früher hieß es Besprechung. Ja, genau. Besprechung. Wobei ich auch es komisch finden würde, wenn wir sagen, ja, am Montag haben wir eine Besprechung. Alles klar. Das klingt auch so voll formell und kacke irgendwie.
Ich will zu keiner Besprechung gehen. So. Das klingt so wie Schule oder so. Ja. Ich gehe zu einem Austausch. Wir tauschen uns aus. Zum koexistierenden Reden. Meeting gleich chillen, / Besprechung ist gleich Anschiss. Ja, genau. Besprechung klingt so, so. Ja, könnten Sie bitte mal am Montag in mein Büro kommen? Ich würde gerne eine Besprechung abhalten. Und dann alle so, war? Oh, fuck. Also in dem Ton würde ich vermuten, du willst irgendwie mir dein Genital in Popo stecken. Was? Nein. Wenn Hallo? Du so langsam redest, so, oh, würden sie vielleicht am Montag in mein Büro kommen. Nur weil in bestimmten Filmen das so geschauspielert wird vielleicht. Ja. So. Ein super Seducer wär's so. Ja. Also ich würde sagen, wir machen bis 5 Uhr und dann raiden wir jemanden und dann gehe ich heim und schlafe 1000 Stunden. Ist das okay? Okay. Mein Spitzhacke ist kaputt. Was? Mann. Ganz kaputt? Ja. Die Fortune 3. Die Efficiency 3. Ja, die ist schon die ganze Zeit kaputt. Ja, aber willst du die nicht reparieren? Die Sachen, die verzaubert sind? Ach so, ja, aber ich will doch Level 30 werden. Hä? Ja, die hebst du einfach auf und dann irgendwann, wenn du alles mit Level 30 verzaubert hast und Low Level bist, dann reparierst du die für 2-3 Level. Na gut, wäre vermutlich schlau gewesen. Ja, weil sonst vergeuden wir die ganze Zeit nur die geilen Sprüche. Also sonst müssen wir die immer wieder neu machen. Ja, okay. Also Level 30 wäre ich bald, nur wir haben keine Dias. Auch noch keine gefunden. Ich hoffe, ich finde die überhaupt wieder raus. Ich habe gar nicht gemerkt, wie ich hier reingelaufen bin. Und ich bin sehr inkonsequent in der im Setzen von Fackeln. Also ich setze nie immer auf eine Richtung. Ich setze immer rechts. Also wenn ich weggrabe vom Eingang rechts, wenn ich zurückgehe links. Ich merke auch gerade, ich setze auch immer rechts. Aus Versehen. Ich gucke gerade in den Tunnel, habe auch immer rechts gesetzt. Okay, aber ich bin doch angewöhnt irgendwie. Okay. Oh, fuck. Wie tief machst du die Probebohrungen? Immer nur so weit. Ich stehe im Gang und. Oh, fuck! Und buddel einfach, bis ich keinen Block mehr wegschlagen kann. Okay, wie weit ist das so? 5. Okay.
Boah, ich finde echt viel Lapislazuli. Krass. Das Kohle. Mein Bruder hat mal in Minecraft, um zu schauen, wie viel Erze und Metalle und so alles Mögliche in so einem Chunk sind, hat einen ganzen Chunk ausgegraben. Oder mehr. 4 Chunks. Aber hat die, die ganzen Erze liegen lassen, weißt du? Also hat die nicht abgebaut, sondern hat die schweben lassen. Und dann war man in so einem riesigen Hohlraum und hat dann konnte man sehen, wie das verteilt ist. Das Video gibt es sogar, glaube ich, noch auf YouTube. Muss mal gucken. Das hatte, glaube ich, ganz schön viele Klicks, weil das hat er dann irgendwie dann im Forum oder im Reddit gepostet von Minecraft. Und dann konnte man das halt sehen. Das war ganz geil. Aber ich suche das mal jetzt. Ich suche dieses Video jetzt. Warte, Andi. Okay. Ganz schnell. Nur sehen, wo es ist. Ich habe nur noch 8 Fackeln. Aber ich habe Holz. Oh nein, ich habe noch ein Ding Holz. Scheiße. Was? Was für Stichworte, Matteo? Ach so, boah, da müsste ich selber gleich mal gucken. Wie ich das jetzt finde. Wie heißt nochmal der? Ich glaube, mein Bruder, also der Channel von meinem Bruder war Rigatoni. Ich guck gleich mal. Wir machen mal hier. Kann auch das hier wegbauen. Boah, geil, Alter. Guck mal, hier so ein Triple-Erz. Mit Kohle, Lapislazuli und Eisen direkt aufeinander geklatscht. Super Mine. Und mein Bruder hat früher den Lost-Bunker nachgebaut in Minecraft. Und wenn du da runtergegangen bist, dann haben die, es gab schon diese Musikblöcke, dann hat so die Super Mario Musik gespielt, also dieses Geräusch, glaube ich. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Gucken wir uns auch gleich mal an, das ist alles auf einem Channel, ich guck mal. Also wenn die letzte Dings gesetzt ist, wenn die letzte Fackel gesetzt ist, dann suchen wir kurz. Wenn ein Lied deine Lippen. So das? Gesetzt ist. Nix. Heutzutage nimmt man einfach einen Command und ersetzt die Steinblöcke durch Luft. Stimmt. Okay, ich habe keine Dings mehr. Wir gucken jetzt. Warte mal, ich bleib mal hier stehen. Ich disconnecte aber mal zur Sicherheit. Disconnect. So, ganz kurz. Also, so, YouTube. So, dann. Toni, das müsste sein. Ja, das müsste sein Channel sein. Videos. So, hier ist es. Vor 7 Jahren. Es hatte gar nicht viele Views. Es hat 299 Aufrufe. Aber er hat ein Video mit einem Enderman, der ihn nicht angreift. Und es hat 14.000 Aufrufe. Lol. So, wir gucken uns das mal an. Oder? Gott, wie Minecraft da noch aussah, ey. Es ist halt ohne Scheiß, es ist von 2011, das Video. Achtung. Guck mal, wie riesig das ausgegraben ist. Und da sieht man alle Erze. Ich will lieber nochmal das Hardcore-Dance-Video von dir sehen, Matteo. Nee. Das ist Minecraft Beta 1.2, steht der oben noch in der Ecke. Ja. Was? Warte mal, lass mal hier raus. Abbrechen. Lol, er hat ein Video mit Begegnung mit Moondai. Channeling mal in der Volkswagen. Ah, hier, und das hier war das Dings. Thank you.
Da war die Hedge, also wie bei Lost. Und? Weil dieses. Also, aber halt so kacke, wie man es damals. Ja. Machen konnte noch. Okay, und die anderen Sachen sind nicht Minecraft. Da fehlen noch Schienen zum Rumfahren. Ja, das hätte man auch noch machen. Ja, das, wie gesagt, es war ganz am Anfang von Minecraft. Das ist halt, keine Ahnung, wann kam Minecraft raus? 2009 oder so? Keine Ahnung. Und das Video war von 2011. Ja, Mario Brothers. Also, ja. Ich bin gleich Level 30. Nur haben wir keine Dias. Ja, ich habe auch keine gefunden, leider, Andi. Und ich habe keine Pickaxes mehr. Ja, Eisen haben wir genug für Pickaxes. Ja, nee, ich meine, ich muss wieder zurück erstmal. Mir neu machen. Ja, aber wir hören jetzt auch hier jetzt zurück. Und dann hören wir auf. Dann raiden wir noch jemanden. Und dann war es das für heute. Dann haben wir auch unsere anderthalb Stunden von den Toten von heute sogar aufgebraucht. Das heißt, wir müssen nächste Woche nicht überziehen. Fünf Minuten noch, Papi, Mami. Hast du hier eine Dings gebaut? Ah, das ist ja richtige. Geil, eine richtige Treppe, da kann man schnell hochrennen. Das ist ja nice. Okay. Ja, das sind ein paar Treppen mir gefehlt, deswegen ist unten so kaputt. Ja, aber geil. Okay, machen wir hier das Gold rein. Ich habe 41 davon. Und sonst habe ich nichts gefunden. Okay, haben wir irgendwie eine Kiste? Allerlei. Bergbau Value, Bergbau Crap. Oh, nice. Geil. Oh, das Kistensystem gefällt mir richtig gut. Oh, der Bergbau-Value ist hier oben. Das kommt da rein. Nee, stimmt einfach weiter. Ey, ich würde jetzt echt ohne Scheiße einfach weiterzocken, bis ich einfach alle Dias abgeharvestet habe. Können wir beim nächsten Mal noch machen? Die rennen ja nicht weg, Andi. Doch, die rennen weg. Nein, da haben wir vor allem. Das nicht, das ist ein Online-Videospiel. Dann haben wir vorhin beim nächsten Mal. Kann man keine Pause machen. Dann haben wir beim nächsten Mal haben wir dann auch wenigstens was Geiles, worauf wir uns dann freuen können. Also du. Ich gehe gleich mal schlafen. Ich bekomme gerade Kopfweh. Gute Nacht und danke für den späten Stream, Jung. Ich hoffe, dass die Kopfschmerzen bald weggehen und schlaf gut. Danke, dass du da warst. Gute Nacht. 3 Minuten, dann ist es 5. Noel ist auch noch hier. Okay. Ach du Scheiße. Ich bin gleich mal gespannt, wenn wir gleich raiden, wie viele mit raiden, weil ich wette mit dir, die meisten schlafen einfach gerade. Aber muss man nichts drücken, um mit zu raiden? Ja, man muss, genau, deswegen, da sieht man es ja. Oder man muss drücken, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Muss man nicht oben drücken, also, am Raid teilnehmen? Oder muss man das nur drücken, wenn man eine Nachricht schreiben will? Chat mal, darum muss nichts drücken. Ach so. Okay, cool. Alesana ist wach. Halb. Das gibt's doch nicht, ey. Boah, es kommt jetzt noch ein Sub rein. What? Maximal FX hat gesubbt. Danke dir. Sekje hat für 6 Monate gesubbt, warum habe ich es nicht gehört vor 35 Minuten und schreibt 4.23 Uhr, beste Zeit zum Resub. Nice, vielen Dank. The Nekratos hat auch gesubbt und Donas Bock hatte ich schon vorgelesen und Yen 8-Bit hat uns auch gehostet davor. Nice, vielen Dank. So.
Ich bin wieder wach, weil ich gleich zur Arbeit muss. Oh Gott. War dann schön heim. Dann wird mir erstmal scheiß kalt. Oh, regnet es gerade in Hamburg? Weiß das jemand? Scheiße, ich müsste mal gucken. Und dann mache ich mir eine schöne Tiefkühlpizza. Noch eine Runde FTL? Nein. Unwahrscheinlich. Normalerweise hätte ich doch jetzt schon 5 Matthias finden müssen. Das ja, ich habe auch gerade keine gefunden. Strange. Gibt's da einfach in dem Biom keine oder so? Seite könnte das noch weitergehen, ist sehr entspannt und hilft beim Tauchen. Echt, kannst du dich nebenbei konzentrieren? Das so, weiß nicht. Ja, ist ja nur so ganz leise Berieselung. Ich glaube, die meisten gucken Minecraft echt zum Chillen einfach, weil wir halt quatschen noch so nebenbei. Außer Franzi, die will natürlich die Hardcore-Action sehen. Ja. Was nochmal gesagt? What? Da Nironimo hat gesagt. Vielen Dank. Holy shit. Sind also noch Leute da. So. Oh, dieser Baum hier. Muss ich abreißen. Ich muss eh Zäune bauen. Das Problem ist, ich müsste die Zäune eigentlich in derselben Farbe bauen. Oh, was ich einfach vor einer halben Stunde hätte machen sollen, wäre zur alten Base rennen, da 3 Dias abbauen, dann zurückrennen, Sachen verzaubern und dann wieder zur alten Base, Sachen abbauen, dann hätten wir am Ende Dias. Ich glaube, smarter wäre es gewesen, wenn du einfach den Verzauberungstisch und das Zeug mitgenommen hättest zur alten Base. Kurz verzaubern, ja. Da abbauen und dann wieder alles zurückbringen, oder? Stimmt, warum mache ich das eigentlich nicht? Das ist so wesentlich viel schlauer, als die ganze Zeit hier nach Dias zu suchen und keine zu finden. Mann. Ja gut, aber das kann man ja nicht ahnen, dass man keine findet. Hätte ja auch sein können, dass du innerhalb von den ersten 10 Minuten direkt welche findest. Dann hätte sich die Sache auch erledigt gehabt. Aber an sich besteht ja permanent die Situation, dass es jeden Moment so weit sein könnte, dass man Dias findet. Ja, ich weiß. Das ist halt dieses... Das ist halt auch so dieses Ding, so wie auf den Bus warten. Du weißt nicht, wann er kommt. Und dann wartest und denkst so, ah Mann, ich gehe gleich. Aber dann denkst du, fuck, jetzt habe ich schon so lange gewartet, wenn er jetzt gleich kommt, ist voll scheiße. So. Ja. Also so. Okay. So. Kann man auch gemixte Zäune machen. Wie jetzt mit Minecraft oder auch beispielsweise RuneWorld funktioniert das erstaunlich gut. Wenn ich mal einen richtigen Hänger habe, bleibe ich ein paar Minuten auf euch hängen und danach geht's erholt weiter. Oh, nice. Oh Gott, ich begehe jetzt gleich Todsünde in Minecraft und baue einen Zaun aus 3 verschiedenen Holzsorten. Vielleicht kriege ich es aber so hin, dass es möglichst wenigstens symmetrisch aussieht. Heißt, und dann, wie weit ist denn das hier? Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Blöcke. Fuck. 1, 6. 6. Okay.
Es hat dann irgendein System, was ich aber keinem verrate, was es ist. So. hi Jonasson. Guten Abend. Um 5 Uhr morgens, guten Abend. Aber guten Abend. Warte mal, ist das unser Jonas? Nee, unser Jonas ist doch, Ist es unser Jonas? Das ist unser Jonas. Das ist unser Jonas. Er sagt, bei mir ist ja früh. Ach, ist der nicht in Korea, der Jonas? Oder so? Ja, er war in Korea eine Zeit lang. Raid jetzt, kann sonst nicht pennen. Ja, stimmt, wir raiden jetzt. So, warte mal. Ich fütter gerade hier die Boys. Njam, njam, njam. So, okay. Andi, das war's. Wir sind fertig. Oder du bist fertig, ne? Ja, ich gebe mich geschlagen. Okay, gut. Dann loggen wir uns aus, disconnecten, gehen hier raus, quit game. Dann war es das mit dieser Minecraft-Session. Sage und schreibe, haben wir jetzt ungefähr 9 Stunden Minecraft am Stück gespielt. Holy shit. Und wie viele Stunden gestreamt? 13 jetzt schon, ne? 13 Stunden reiner Stream. Holy fuck. So,